Ich brauche die Brunnenkresse. Irgendjemand wird den, den er für den besten Koch Frankreichs hält, umbringen. Welcher Perversling da rumläuft und Menschen brät? Und auf welche Weise? Jemand hat seinen Kopf in die Entenpresse gesteckt. Das hält kein Schädel aus. Beide Male war das Opfer allein in der Küche. Natürlich mochte ich ihn, aber ich hätte auch Attila gemocht, wenn der Karpfen polnisch so köstlich gekocht hätte. Es gibt nur einen Menschen, von dem ich ganz sicher bin, dass er es nicht war. Das bin ich selbst. Sagen Sie mir, meine Freunde, was wäre entsetzlicher, wenn man sie töten würde oder sie einfach übergehen?